Unser Japan-Reis geht zu Ende mit einem Spiel, das aus dem Fernen Osten kommt. Es geht um Shogi, das japanische Schach. In Colmar haben wir uns das Spiel vom Club Shogi erklären lassen, in einem ganz japanischen Rahmen im Est du Séjour. Der indische Kaiser Ravana soll vor bald 5000 Jahren den Shogi erfunden haben, für seine Generale in Kriegstechnik zu trainieren. Seit dem 8. Jahrhundert findet man das Spiel in Japan, wo es eine Volkssportwoche ist. 20 Millionen Japaner spielen Shogi. In Frankreich ist es ein noch unbekanntes Spiel. Club gibt es nur in Paris, Lille und seit 2 Jahren im Elsass mit über 20 Spielern. Wir haben die Chance, wir können in Colmar mit japanischen Lehrern. Und sie haben uns ihre Idee aufgemacht, für Colmar zu spielen. Shogi ist ein taktisches Spiel. Wie bei unserem Schach geht es darum, den König vom Gegner zu erobern. Der elsässische Shogi-Club ist in Mühlhausen, der Cité Universitaire, und in Colmar im japanischen Kulturinstitut, das Institut Seijo, anzutreffen. Stundenlang wird noch vor dem Brett, das Shogi-Bahn, gesessen. Konzentration ist auch dort Hauptwurf. Konzentration und Erfahrung, denn für einen guten Shogi-Spieler zu werden, braucht man Jahre.